Recht herzlich willkommen zur 24. Folge von City Skylines. Ja, da sind schon wieder so ein paar Häuschen, die wir erstmal abreißen müssen. Da fangen wir doch mal gerade an. Ein bisschen reinzoomen, oder? So, da ist einer und da auch. Geschäfte, die nicht mögen. Keine Ahnung warum. Ist hier noch was? Nein. Und da hinten in unserem Lieblingsgebiet momentan, wo auch alles Arbeiter nicht arbeiten wollen oder so. Keine Ahnung. Ich reiß mal alles ab. Und der Michael hat aber geschrieben, dass da vielleicht Leute hin müssten, die nichts gelernt haben. So, und dafür sollten wir dann ein neues Wohngebiet vielleicht machen. Mal schauen, wo wir das hinsetzen. Hier so vielleicht. Fangen wir hier hinterm Friedhof an, oder was? Machen wir erstmal eine Straße ganz gerade da raus. Ach so, ja. Können wir da eigentlich anschließen, ne? Geht. Machen wir. So, und dann, wie geht's da weiter? Gute Frage, ne? Ne, ich wollte schon da loslegen, aber... Irgendwie so in diese Richtung, oder nicht? Na, warte mal, dafür gibt's ja diese Straße, ne? Die geht ja dann so da rein. Und macht den Knick nach da dann. Und dann hier direkt an der Mülldeponie vorbei. Hier weiter. Da lang. Da lang. Dort lang. Und dort lang. Ungültiges Format, Entfernung zu gering. Gut, dann machen wir das so, dann ist das wieder gültig, ne? Alles klar. So, jetzt müssten wir nur schauen, wie wir da noch reinkommen. Ein weiter links, passt. Dann machen wir wieder diese Kurve hin. Da so. So. Und bis da hinten vor, oder? Passt. So, da müssen dann ein paar Häuschen auch noch hin. Da wollen wir mal gerade füllen. Ach so, da soll ja noch irgendwann mal vielleicht eine Straße durch, ne? Na, dann war es jetzt nicht so eine tolle Idee, das so zu machen, aber... Wir können das ja arrangieren, dass wir die Seite da freilassen. Und die wohnen dann alle da. Machen wir auch noch dahin. Später können wir es auch noch notfalls abreißen. So, passt doch, oder? Sieht doch gut aus. Oh, da bauen schon welche. Da müssen wir uns aber beeilen, dass wir das hinkriegen mit dem Dingens, ne? Da geht die große Straße dann irgendwann mal durch, wenn es denn so ist. Gut. Soll erstmal reichen, denke ich. Wasseranschluss brauchen die wahrscheinlich noch, ne? Genau so ist es. Da ziehen wir mal so durch. Können wir auch gleich bis da hinten machen. Ich glaube, dann haben wir schon alles abgedeckt. Machen wir hier mal raus und dann da weiter und fertig. Passt. Okay, da wohnen sie jetzt, bauen sie jetzt auch schon. Wie es aussieht, ist das hier jetzt erledigt. Nein, da gibt es auch noch so einen, der da blinkt. So, was brauchen die denn? Verfügbare Arbeitsstellen 9.
4 überqualifizierte Arbeiter. Alles klar, dann ist das das wohl, was der Michael schrieb, ne? Aha. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier... Aber ist jetzt die Frage, wie ist denn die Schulbildung hier? Na super. Voll rot, also voll richtig, oder wie sehe ich das? Die Straßen sind grau, das heißt, sollte nicht funktionieren, oder? Da, guck. Das ist aber doof jetzt hier, die Oberschule ist irgendwo im Weg. Aber da hinten, da sind ja noch Wohngebiete, die nicht, oder? Da zieht jetzt aber auch tatsächlich keiner hin, ne? Komisch. Wasser passt, Strom geht auch. Ah, da sind wir schon am Limit. Wir haben das Budget, glaube ich, voll hochgeschraubt. Oh, guck mal, da gibt es sogar noch mehr. Gut, was machen die Arbeiter? Da fehlen noch Kräfte. Das weg, das weg, das weg. Oh, das kann man ja viel besser jetzt abreißen, weil die alle grau sind dann, ne? Ach, guck mal, hier sind auch noch welche. Alles weg. Da ist auch noch was. Das auch weg. Hier unten haben wir auch noch Industrie, ne? Der weg. Der weg. Oh, hier gibt's schon wieder andere Probleme, ne? Da hinten noch zwei abzureißen. Da auch, da auch. Okay. Da sind noch Arbeitskräfte zu viele oder zu wenig, vielmehr. Dann müssen wir da vielleicht noch weiter bauen. Ja, die dicke Straße soll ja mal da durch. Dann machen wir sie vielleicht auch tatsächlich da schon hin. Hier eine mit Grünstreifen. Passt. Wie sieht es mit der Bildung da hinten aus? Die nicht mehr. Oh, nun guck mal, da reicht es immer noch für die Oberschule. Du glaubst es nicht. Das heißt, das ganz hinten erst können wir was bauen. Dann lass uns mal gerade diese Straße hier hinten lang bauen. Oh, das geht sogar da dran, dann machen wir das da, oder? So, Bildung ist hier hinten ganz schlecht. Das ist doch schon mal gut, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Straßenoptionen. Was war das denn hier? Ach, eine Autobahn war das. Ne, die wollen wir nicht. Wir wollen eine Straße, die so ist. Vielleicht auch so. Die machen wir jetzt hier hinten irgendwo rein. Ne, da müssen wir gerade umschalten. Das ist doof. Da müsste... Dahin wahrscheinlich. Passt. So, ab hier rein ins... Na, da rastet er immer ein. Aber naja, machen wir jetzt mal. Gut. Und da müssen wir jetzt erstmal Häuser hinsetzen. Damit wir unsere schlechten Arbeiter kriegen. So, Bildung. Ist da wohl nicht gegeben, ne? Nein, das passt. Wasser dahin. Passt. Und da müssen wir noch Strom irgendwie rüberkriegen, ne? Kann das sein? Da können hier ja mal ein paar Häuser wachsen, dann wird das ja gehen, ne? Gut. Funktioniert zurzeit nicht. Bulldozer da wieder raus. Das weg. Lass mal gerade hier so machen. Ne, das ist mit dem Wasser war super, ne? Genau. Ja, die brauchen noch mehr Arbeiter.
Sieht aber irgendwie gerade so aus, als ob es wieder mehr wird, ne? Da ist alles prima, da ist noch einer abzureißen. Also jetzt den Bulldozer noch rausholen. Vorhin ging das mal irgendwie, ne? Ja, will er jetzt nicht so. Was hatte ich denn da an, dass das klappt? Dann sag mal. War das das? Jo. Da hinten ist auch noch eins. Zwei sogar. Da sieht es doch schon prima aus, oder? Können auch noch ein paar weg. Ja, das war jetzt einer falsch, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So mit Leben, ne? So. Da macht sich zurzeit nichts. Wegen Strommangel wahrscheinlich. Aber das wächst ja noch. So, da ist noch Müllproblem. Dann sollten wir das Müllproblem mal gerade in Angriff nehmen. Nee, das müssen wir mal anders machen. Das müssen wir so anklicken, ne? Entleerung. Gebäude leert sich. 59% voll. 85% voll. Wo sind die anderen Mülldeponien? Da. 85% voll. Hier unten war auch noch eine. Voll. Leeren. 99% Vollentleerung. Gut, das passt. Jetzt müssen wir aber hier irgendwie was machen. Normalbetrieb. Entleeren wir da erstmal. Wie war das jetzt hier? 63%. Hatten wir noch irgendwo anders eine Mülldeponie? Ich glaube ja, ne? Hier ist die Verbrennungsanlage. Ja, den hatten wir ja schon, ne? Der wird jetzt erstmal entleert. Ne, ich glaube, dann war's das. Wie sieht's jetzt aus mit unseren Mitarbeitern hier, die nichts gelernt haben? Ja. Hier fehlt's immer noch an Arbeiter. Immer noch ungelernte Arbeiter nicht da. Hier wächst aber gerade nichts. Machen wir hier gerade noch so ein paar Häuschen hin. Und vielleicht noch den einen oder anderen Laden hier. Was haben wir hier noch? Bürogebiet. Ja, weiß ich nicht. Bürogebiete hatten wir hier unten schon mal irgendwo. Da wollte ja keiner was machen, ne? Ach doch, guck mal. Wachsen. Kommen. Schön. Super. Ja. Da gegenüber machen wir so ein paar schöne Häuschen an dem Wasser. Wie sieht's mit Wasser überhaupt aus? Könnte hier mehr sein. Passt. Gut. Hier hinten ist das Wasser da. Dann können da auch Häuser wachsen. Sollte eigentlich gehen. So, da passiert sogar schon, dass ein Kaufladen kommt. Ja, sehr schön. Aber die Arbeiter fehlen noch, aber es ist voller geworden. Kann das sein? Ja, vielleicht wird das ja auch noch da was. Ach, guck mal, jetzt fängt hier schon das erste an. Ja, macht doch einen ganz guten Eindruck, oder? Ich denke, wir kriegen dann gleich die ungebildeten Arbeiter da auch hin. Will ich hoffen. Uni ist nicht. Ja, da geht's noch ein bisschen. Aber der Rest passt schon. Gut, Kommerz ist gefragt. Aber der kommt ja auch hier schon hin.
Nicht besiedeltes Gewerbegebiet. Hm. Hier noch was hin? Ach, da wollte ich freilassen, ne? Hier auch. Da machen wir noch eins hin. Und weil es so schön ist, kommt hier auch noch was hin. So. Das auch noch? Nee, das ist mir zu lang erstmal. Wunderbar. Bürogebäude. Hm. Da und da. Da und da. Ist da Wasser? Da hinten schon mal nicht. So, macht einen guten ersten Eindruck, oder? 10.500 Einwohner ist ja auch schon mal in der Nummer. Was haben die denn da für ein Problem in dem Haus jetzt gehabt? Das interessiert mich noch. Sieht man jetzt leider nicht mehr. Oder wuchsen die gerade? Ja, okay, da sind wieder ein paar Haushalte, die noch was brauchen. Aber hier tut sich nichts. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Gut, okay. Was macht eigentlich unser Verkehrsmittel? Die U-Bahn hört da auf. Vielleicht sollte man die U-Bahn von da nach da anbinden. Mach mal dahin. Und hier noch irgendwo eins. Geht da noch irgendwo zwischen ein? Oh, da sieht es doch gut aus, oder? So, und dann noch ein Tunnel. Von dort nach dort. Und dann einfach von da nach da eine U-Bahn legen. Und zurück. Passt. So, da ist jetzt Strom gefragt. Hm. Gut, das müssen wir gerade regeln. So, so. Dann sollten da ein paar Häuser kommen, denke ich mal. Wasser, Marsch. Passt. So, bitte dort jetzt wachsen. Dann kriegen wir auch Strom hin. Ja, sieht doch schick aus, oder? Wächst alles zu. Hier müssen wir nochmal eine Raupe rausholen. Ich denke, das wird schon noch werden. Ist auf jeden Fall wieder zugewachsen, ne? Oh, hier so eine riesige. Da auch noch einer. Ja, nimmt gerade wieder ab, ne? Aber vielleicht wird's ja noch was. Ja, hier wachsen schon die ersten Häuser. Oh, Kleinstadt, kleine Stadt. Das ist ja schön. 11.000 Einwohner ist eine kleine Stadt. Einzigartige Gebäude, Stufe 6. Ein Zug gibt's jetzt auch. Kleinunternehmen, Großunternehmen, Industrieflächen. Hightech-Wohnhäuser, Hochhausverbot. Bahnhof gibt's jetzt, Güterzugbahnhof und Wasserkraftwerk. Gibt's noch da unten was zu sehen? Nein, ne? Nein. Okay, damit haben wir ein neues Ziel erreicht. Das ist schön. Einzigartige Gebäude. Shoppingstatue haben wir schon. Ist da was erreicht worden? Nicht ganz. Statue des Wohlstands und Errungenschaften. Okay. Ja, dann würde ich aber auch erstmal sagen, soll es für diese Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.